Keine Mehrheit für den Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz, FPÖ, beim Sonderlandtag, der von der ÖVP beantragt wurde. Auch eine dringliche Anfrage musste Schürz bei dieser Landtagssitzung beantworten. Die ÖVP wollte von Landeshauptmann Stellvertreter Schürz wissen, welche konkreten öffentlichen Aufträge an welche Firmen in seiner Amtszeit vergeben wurden. Da geht es darum, welche Aufträge vergeben wurden, seit er in der Regierung ist. Welchen Nutzen hatten diese Firmen? Welche Rolle spielt dabei die Landessicherheitszentrale mit all den Geldflüssen, die darin verwickelt sind? Was steckt hinter zum Beispiel dem Verein Burgenländer in Not? Gab es irgendwelche Vorteile für etwaige Parteimitglieder? Was war der Gegenstand von Medienkooperationen? Wie hoch war das jeweilige Volumen der Medienkooperationen? Gab es hier Einflussnahmen? Für den ÖVP-Abgeordneten Wolf ist es unwichtig, wer das Ibiza-Video gemacht hat. Wichtig sei nur der Inhalt. Schürz behauptet ja, nichts vom Treffen von Strache und Gutenus mit der Russin gewusst zu haben. Für Wolf ist das unglaubwürdig und er hat auch noch nichts von der Unschuldsvermutung gehört. Hier geht es nicht darum, die Macher des Videos zu verurteilen, sondern ausschließlich den Inhalt dieses Videos zu verurteilen, weil das in Österreich auf der ganzen Welt eigentlich nicht passieren darf. Darum brachte die ÖVP den Misstrauensantrag ein. Wir bringen einen Misstrauensantrag ein, auf Fassung des Beschlusses Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz das Misstrauen auszusprechen und ihn als Mitglied der Landesregierung abzuberufen. Ich darf diesen nun kurz einbringen. Für Schürz sind die Anschuldigungen. Ja, was hier von der ÖVP abgeht, ist aus meiner Sicht weit unter der Gürtellinie. Über die schriftliche Anfrage sagt er. Diese schriftliche Anfrage werde ich selbstverständlich, habe das von der Präsidentin bekommen, innerhalb von 6 Wochen detailliert auflisten und auch alle Anfragen detailliert beantworten. Und nannte einige Ausgaben. Zum einen natürlich hauptsächlich im Sicherheitsbereich, wo auch in den Medien natürlich die Sicherheitsmesse angekündigt wurde, wo in den Medien natürlich auch der Tag der Sicherheit angekündigt wurde und so weiter und so fort. Also das gibt es natürlich, das sind Aufträge, wo man natürlich Werbung für diese Sicherheitsagenten macht, wo noch natürlich es Geldflüsse gibt, das ist glasklar, das ist zum Beispiel ein Boot für die Wasserrettung, ein Fahrzeug für die Hundestaffel, dann die ganzen Feuerwehrfahrzeuge, das ist eine sehr viel Geld beansprucht, oder auch Motorrad an die Polizei oder die Trail-Motorräder zu Übungsfahrten und so weiter und so fort. Das heißt, in meinem Ressort gibt es ausschließlich Zuwendungen für sicherheitstechnische Maßnahmen. Es gibt keine Zuwendungen für irgendwelche Vereine. Es hat auch keine Sponsorengelder gegeben, keinen einzigen Euro. Und wenn man auch natürlich dass dem Verein Burgenländer in Not anspricht, da möchte ich in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, dass ich sehr stolz bin auf diesen Verein, denn jeder einzelne Cent, jede einzelne Spende, die reingekommen ist, wurde mit Lebensmittelgutschein und für die Hilfe in Notleidenden, für notleidende Menschen zur Verfügung gestellt. Er sprach auch über die Ibiza-Affäre. Ja, es war verantwortungslos, es war peinlich, es war überprahlt vom Vizekanzler Heinz-Christian Strache, und es ist einfach unentschuldbar. Da sind wir uns alle einig. Und diesen Machenschaften, wo Sie so sprechen, und dass der Schürz ein Teil der Bande ist, also das tut mir, lieber Abgeordneter Wolf, das tut mir im Herzen weh. Wie kann man sowas sagen, dass ich ein Teil der Bande bin? Wie kann man sowas wirklich behaupten? Das ist wirklich unterste Gürtellinie. Nein, ist in Ordnung, die ÖVP soll bitte so weitermachen. Tut so weiter, ihr seid zum menschlichen Tiefpunkt angelangt, ich sage euch das, ihr habt keinen einzigen Beweis, ich habe auch nie etwas gemacht, ich sage euch das, dass nicht einmal die Frau, seine Frau, von diesem Treffen gewusst hat und was dort abgegangen ist, weder ein Herbert Kickl, weder irgendein hoher Funktionär in der Freiheitlichen Partei. Für die grüne Landtagsabgeordnete Magistra Regina Petrik ist der Verein Burgenländer in Not eine Plattform für die FPÖ. Dann schaut man sich weiter um und entdeckt, dass dieser Verein eine Wahlkampfveranstaltung der FPÖ ausrichtet. Und das ist auch lustig, weil da gibt es zuerst einmal eine Einladung zu einer Veranstaltung von Burgenländer in Not am 18.05. um 16 Uhr in Neusiedl. Und dann gibt es
zu exakt der gleichen Veranstaltung die Einladung der FPÖ. Also es ist nichts anderes, als dass unter dem Deckmantel eines Vereins in Neusiedl eingeladen wurde, zu einer Veranstaltung zu kommen, die eigentlich eine Wahlkampfveranstaltung der FPÖ ist. Hier gibt es dann schon sehr enge Verbindungen. Einmal ist die, ein bisschen unterscheidet sich's, weil einmal ist die Einladung mit HC Strache und einmal ist sie ohne den Herrn Strache. Man darf sich nicht wundern, wenn dann jemand misstrauisch wird. Das ist also ein Verein, der nicht nur die angegebenen Vereinsinteressen betreibt, sondern der offensichtlich auch im Dienste der FPÖ wirkt, denn er bietet eine Werbeplattform für Landeshauptmann Stellvertreter Schürz, den FPÖ-Obmann, der bei diversen Scheckübergaben und bei ganz vielen Bildern auf der Galerie zu sehen ist. Und das ist Teil eines Systems, dessen Eisbergspitze das Video der Ibiza-Affäre ist. Da geht es nämlich nicht um eine besoffene Geschichte, sondern um einen politischen Skandal. Für mich persönlich ist es wenig glaubwürdig, wenn der engste politische Freund überhaupt nichts mitbekommt, was denn da vorgeht. Aber ich habe mir auch die Stellungnahmen von Landeshauptmann Stellvertreter Schürz zum Ibiza-Skandal genau angeschaut. Und ja, ich muss sagen, diese Stellungnahme ist so gestaltet, dass man nicht den Eindruck gewann, er hätte über seine Mitwisserschaft gelogen. Sie betonte Ihren Weg. Ich bin für den Weg der Klarheit. Ich bin für lückenlos saubere Politik im Burgenland, in Österreich und in Europa. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der Misstrauensantrag wurde nur von den Abgeordneten der ÖVP, Manfred Kölle und Gerhard Steyer, unterstützt. Diese 11 Stimmen waren zu wenig und der Misstrauensantrag wurde abgelehnt.